Hallo, da sind wir wieder bei GeoGuessr und ich bin immer noch da, die Steffi, beim Dave Durden TV. Juhu. Genau, so sieht's aus, ja. Nachdem wir bei der letzten Folge, das war dann Folge 4, jetzt, nee, Moment, ich muss das anders anfangen. Nachdem wir bei der letzten Folge, in Folge 4 sozusagen, mal berühmte Sehenswürdigkeiten abgeklappert haben, sind wir jetzt wieder auf der World Map angekommen. Und ja, hat mir beides, oder sagen wir mal so, macht mir beides, ja, sehr viel Spaß. Ich würde auch fast sagen, gleich viel. Wobei es natürlich bei World nochmal ein bisschen spannender ist, finde ich. Weil da kann man halt, ne, kannst du auch in Hintertupfingen landen. Und bei Sehenswürdigkeiten, naja. Ja, ich sag mal, bei Sehenswürdigkeiten ist es relativ unwahrscheinlich, dass du irgendwie in Papua-Neuguinea rauskommst oder sowas. Richtig. Und bei World ist halt wirklich alles drin und man kann halt auch beim Raten am Ende komplett tausende von Kilometern daneben liegen. Gibt es in Papua-Neuguinea Sehenswürdigkeiten? Ich bin mir gar nicht sicher. Für ihre Verhältnisse mit Sicherheit. Ja, das ist wohl wahr. Das ist natürlich richtig. Irgend So. so ein Kannibalendorf oder sowas, keine Ahnung. Ja, ich habe den Link geschickt. Ich habe ihn gekriegt. Sehr schön. Und dann machen wir das wieder. Ich zähle ein, würde ich sagen, beim Jo, ersten Mal. alles klar. So, ja, wie üblich, genau 5 Minuten wieder pro Runde. Liebe Zuschauer da draußen, ja, genau du sollst dich jetzt angesprochen fühlen. Und dann machen wir das mal. Eins, zwei, drei. Eine Wand. Ui. Ja. Oh, das sieht aber cool aus. Ui. Also ein Gebäude wird restauriert, wie es aussieht. Oder, na, es könnte auch sein, dass es abgerissen wird. Je nachdem, in Jetzt welcher. bin Oh. ich im Gebäude und es ist eine Kirche. Okay, sieht's gut aus. Ah Ja, ja, oh ja. bist du auch Stimmt. drin? Ja, aber jetzt bin ich wieder draußen. Ups, das ging schnell. Ja, ich auch. Ich wollte eigentlich nur weg hier. Ich wollte irgendwo hin, wo Weg ist. Ich komme hier gar nicht weg. Ich auch nicht. Ich bin in der Kirche. Ich bin immer Nee, noch. ich bin jetzt in einem. Ach, okay. Ich war gerade in einem Weg neben der Kirche und konnte aber hinklicken, wo ich wollte. Ich konnte mich nicht mehr bewegen. Ja. Bei mir baut auch gerade das Bild relativ langsam auf. Jetzt bin ich um die Kirche rum. Jetzt kann ich hier schon wieder nicht weiter. Ich komme hier irgendwie überhaupt nicht weg. Ja, manchmal steckt man ein bisschen fest. Es geht immer nur, da musst du dann. Das ist, glaube ich, ich weiß nicht, ob das ein bisschen buggy ist oder ob es wirklich nur bestimmte Richtungen gibt. Ja, es ist, glaube ich, sehr limitiert, wo man hingehen kann. Ja, ich Irgendwie. merke es. Aus irgendeinem Grund. Ja, Moment. Haha, ta 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 ta. Na Was denn? toll. Ja, jetzt stehe ich vor der Kirche, was ja an sich ganz schön ist, Hm. aber beim Ranzoomen wird's so pixelig, dass ich die Schrift nicht lesen kann. Ja, man sieht es übrigens so ein bisschen, das seht ihr bei mir jetzt wieder nicht, weil der Mauszeiger wieder nicht mit aufgenommen wird, aber man sieht so ein bisschen andeutungsweise, wenn der Mauszeiger sich zu diesem zeigenden Zeigefinger Ja, ändert, dann kann genau. man da auch hingehen. Ansonsten, wenn der normale Oh. Mauszeiger nur zu sehen ist, dann Jetzt bin ja. ich wieder in der Kirche. Ich komme Ich hier auch. ums Verrecken nicht weg. Ja, das habe ich mir übrigens mein ganzes Leben auch schon so gedacht, genau so. Weil ich bin auf ein katholisches, in einen katholischen Kindergarten gegangen, ich war auf einer katholischen Grundschule, ich war auf einem katholischen Privatgymnasium und ich habe in der katholischsten Stadt außerhalb von Bayerns in Deutschland studiert, nämlich in Paderborn. Ja. Und da, dann, ich wurde überall von der Kirche verfolgt und jetzt lande ich teilweise wieder hier in der Kirche und bin wieder draußen. Es ist schlimm. Und ich komme aus Bayern und bin evangelisch. Ja, mein Beileid. Ich bin damit Kannst eigentlich. du jetzt Nein, auch suchen, wofür davon? ich bin ja für Bayern, weil für das Evangelisch bin ich einigermaßen dankbar. Ja, gut, das stimmt. Das ist die schlimmere Alternative. Und das Bayern wird sich ja dann hoffentlich ändern. Ich kann hier wirklich nicht weg. Nee, also wie gesagt, ich kann mich irgendwie. Es gibt nur so zwei, drei Stellen, wo ich überhaupt hinklicken Ja. kann. Was machen wir denn jetzt, verdammt? Tja, das kann. Also ich habe eben so ein bisschen Schrift gesehen. Ja, aber also ich habe halt am Kircheneingang was gesehen, aber ich gucke mich jetzt mal in der Kirche um. Nee, kann ich auch nicht, jetzt bin ich wieder draußen. Was? Hä? Das ist doch scheiße. Nee, mal ohne Schmarrn. Ich meine, wenn man jetzt überhaupt nicht weiterkommt. Ich mache jetzt einfach hier. Was hast du denn jetzt gemacht? Oder gucken. Ich habe einfach mal gegessen.
Aber ich habe, also ich habe den gestern noch nicht gemacht. Ich habe nur irgendwie schon mal hingeklickt. Ja, also keine Sorge. Ach, jetzt bin ich wieder vor der Kirche. Ja. Ja, ich bin jetzt wieder in der Kirche. Okay. Hä? Ich mache das jetzt. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Ich war gerade vor der Kirche. Ja. Und habe quasi hinter dieses eine Gebäude geklickt, was man da sieht, wo man quasi vor der Kirche steht. Da ist ja hinter einem noch so ein Gebäude. Und wollte da quasi hinterklicken, ja, von der Perspektive, bin dann aber wieder in die Kirche reingespawnt. Ja, das ist mir auch schon passiert. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Ich werde jetzt auch einfach mal schon mal mich auf irgendwas, weil ich meine, irgendeinen Tipp muss ich ja dann letztendlich auch abgeben. Ja, hier ist ein so ein, ja, es ist keine Holzhütte, aber da steht was drauf, aber... So. Keine Ahnung. Forever. Ich bin komplett daneben. Das ist, glaube ich, einfach nur der Tag von dem Graffiti-Sprayer. Wo bin ich jetzt? Jetzt bin ich wieder vor der Kirche. Ich meine, ich hätte in der Kirche ein paar Symbole gesehen, die mir etwas verraten könnten, aber es kann auch komplett falsch sein. Ich hatte in der Kirche auch kurzzeitig den Eindruck, also sagen wir es so, es gibt schon Sachen, auf die man vielleicht ein bisschen achten kann, aber okay. Das war gerade das Dennis, okay. Ja, ich habe eigentlich keine Ahnung. Das könnte auch... Weil man kommt halt einfach, ich stehe vor der Kirche, ich habe vor mir eine Straße und ich darf einfach nirgends hin. Ich glaube, ich ändere meine Wahl nochmal. Das könnte jetzt echt nicht so sinnvoll sein, aber ich mache es einfach mal. Da so. Wenn das jetzt richtig ist, dann lache ich. Also ich weiß, ich habe nicht mal eine Ahnung, in welchem Land. Also ich habe jetzt halt einen Tipp abgegeben, weil ich so glaube, Hinweise zu entdecken. Aber ich kann auch in einem komplett anderen Land sein und ich weiß es einfach nicht. Ja. Ha, ja, also... Wollen wir oder... Ja, was heißt wollen? Wir müssen. Ja, okay, ja. Ich mach mal. Dann mach mal einen Guess. Ja. Ach, das ist wie letztens in der Aufnahme. Ach, wie geil. Wo bist du denn? Also in einer der vorherigen Folgen. Oh nein, ich bin unten bei Athen. Ich auch. Ja, und wir sind auch wieder ziemlich nah beieinander. Ja, ich habe halt auf griechisch-orthodox getippt, aber es war russisch-orthodox. Da unten, wo du bist, habe ich es gerade eben auch nochmal überlegt, ob ich da hinklicke. Ja, weil ich dachte mir, ist ja eigentlich wieder so überflächlich, wenn man das so sagt, aber ne, es ist sonnig und so, das kann nicht da oben bei Russland sein. Richtig, und ich war bei orthodox, weil die Kirche hat schon sehr darauf hingedeutet. Und zu mehr haben die Hinweise einfach nicht gereicht und ja. Richtig. Darf ich mal fragen, wie viele Kilometer du hast? 1837,4. Ja, dann bist du ungefähr 50 Kilometer näher dran als ich. Ja, wir haben aber in etwa... Was bei der Entfernung echt kein Unterschied ist. Das kommt mit 50 aber auch gut hin, weil du hast nämlich genau 50 Punkte weniger als ich. Ja, okay. Bekommen. Und wir sind oben übrigens, um das nochmal aufzuklären, wir sind in der Nähe von Minsk in Weißrussland. Mhm. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt überhaupt nicht gedacht. Nee, ich auch nicht. Aber hätte man auch ehrlich gesagt so nicht wissen können. Nee. Weil man konnte halt sich nicht wirklich viel bewegen. Ich weiß nicht, ob es buggy war oder ob das einfach da unten... Ja, war sehr unglücklich jetzt. Ja. Aber wie gesagt, also mein letzter Gedanke war halt, ich war erst wirklich auch da oben und dann dachte ich halt aber, ne, so sonnig und so, das könnte dann eher schon südländisch sein. Und vor allem halt auch Griechenland von den Schriftzeichen her, ne? Von der griechischen Schrift. Schade. Ja, dann auf ein neues, komm. Ja. Soll ich zählen? Ja, mach ruhig. Okay, 1, 2, 3. Ich hatte aus Versehen schon drauf geklickt, aber das hat mir auch wieder nicht geholfen, weil wir sind wieder am Arsch der Welt. Ja. Ach, ist das toll. Hä? Das verstehe ich jetzt nicht. Okay. Alles klar, Land steht schon mal fest. Ja. Okay, ja, bei mir auch. Aber das heißt natürlich jetzt wieder nichts. Nee. Weil ich habe gerade auch einen Ort gesehen, aber das heißt ja nicht, dass das da ist, wo ich denke, dass es ist. Ja. Weil, ja, muss halt nicht.
Okay. Jetzt wird's interessant. Also, was ich immer ganz gerne mache hier, ist erstmal so ein bisschen schauen, okay, was habe ich für LKWs, was haben die für Infos vielleicht? Und dann schaue ich irgendwie, ach hier, ne, Straßenzeichen und so. Das sind eigentlich die beiden Sachen, auf die ich mich dann hauptsächlich fokussiere. Ui, okay. Ah, okay. Das könnte schwierig werden oder auch nicht. Das ist doch... Ah, Moment, das müsste doch dann hier sein. So. Jo. Uiuiui. Ja, ich habe gerade noch einen anderen Hinweis. Aber ja, ich auch, aber... Ich weiß natürlich nicht, das ist jetzt alles sehr... Warte mal. Scheiße, wo ist das denn? Das heißt, müsste das hier sein? Ich hoffe, ich verzettel mich jetzt gerade nicht. Ich muss jetzt mal kurz weitersuchen. Ich suche sie gerade. Ach Mann, ich weiß, dass sie hier in der Nähe sind. Die müssten hier irgendwo sein, aber... Warte mal, jetzt müsste das dann eigentlich schon... Ist das dann hier irgendwo? Fuck, wo ist... Jetzt finde ich die nicht, ich glaube es nicht. Doch. Gut, alles gut. Hast du schon gefunden, oder was? Ich sag mal so, ich denke, dass ich... Also, wie gesagt, das kann jetzt auch komplett falsch sein, aber... Okay. Ah. Das muss jetzt nichts bedeuten, aber... Aber das kann ja auch dann nicht da sein, sondern das müsste... Warte mal. Mal dahin. Und da ist das. Das heißt, es müsste eigentlich hier zwischen sein. Boah, wie dicht bist du denn dran? Wenn du das schon so genau eingrenzen kannst jetzt. Ja, nee, es ist halt auch mehr... Also ich denke schon, dass ich so den Bereich eingrenzen kann, nur ich... Nee, ich halt leider noch gar nicht. Ich müsste schauen. Der kommt daher und der fährt wahrscheinlich dahin. Das heißt, ich müsste eher in Richtung da gehen. Da irgendwo müsste das wahrscheinlich sein. Okay, jetzt bin ich hier. Ist übrigens sehr schön für euch. Das ist die beste Art der Kommentierung, die wir euch bieten können. Ich müsste ja da sein und Steffi meint, ja, ich bin hier. Wisst ihr Bescheid, ne? Also, ja. Ihr seid top informiert. Ah, ist das ein... Ah, ist das scheiße. Verdammt. Ich bin falsch. Falscher. Wo komme ich denn hier hin? Das gibt's doch gar nicht. Warum finde ich denn die Drecksstraße nicht? Komme ich jetzt der Sache vielleicht mal näher hier? Nee. Was haben denn die für ein komisches System? Tja. Ah, okay. Er will nach denen hin, das heißt... Könnte jetzt halt auch falsch sein, aber... Vielleicht ist der auf dem Weg. Ich versuch's einfach mal so. Keine Sorge, ich klicke noch nicht. Ja, danke. Ich bin noch komplett hier ohne Faden. Also wenn ich jetzt noch einen Hinweis auf die Straße bekomme, dann... Ah, ist schon wieder rum. Ja, aber wie gesagt, wir können gerne noch ein paar Momente. Ja, danke. Ah, okay. Ich habe noch einen Hinweis bekommen. Jetzt muss ich das nur finden. Das habe ich sogar schon mal... Nee, schade. Das habe ich schon mal gehört sogar. Das muss hier irgendwo in der Nähe sein, verdammt. Das kann gar nicht weit weg sein. Ja, ich bin mir da leider gar nicht so sicher, ob das nicht doch weit weg ist. Aber wie gesagt, wir können ruhig noch ein bisschen hier mal eben gucken. Ein paar Sekunden.
Jetzt bin ich ja wieder hier. Boah. Nee, das ist auch... Das ist auch falsch. Ich muss da hinten hin. Quasi. Ich muss gucken. Warte mal, die sind... Ist nicht, dass ich mich vertue. Das ist da. Da ist das. Okay. Das heißt, es müsste hier... Ab hier so. Da so. Da so. Da so. Ach komm jetzt. Das ist doch wohl nicht wahr. Da kriegst du eigentlich so einen schönen Hinweis und dann kannst du nichts mit anfangen. Das ist bitter. Ja. Ich weiß halt nicht, wie groß der Ort ist. Ich suche ehrlich gesagt gar nicht nach irgendeinem Ort. Ich suche tatsächlich nach einer Straße. Okay. Aber das bringt mir überhaupt nichts, weil... Ich schätze, das ist, müsste ein Ort weil sein. Weil die einfach total beschissen nummeriert sind. Ja, da haben sie es da nicht so mit, das stimmt. Das ist komplett durcheinander. Da meinst du, du bist schon vielleicht in der richtigen Ecke, aber... Mhm. Ja, ich mache jetzt einfach mal hier irgendwo, hilft ja nix. Hast du es gefunden? Du hast es, oder? Ich bin mir nicht sicher, Moment. Das wird hinkommen, das würde hinkommen. Nee, bei mir leider überhaupt nicht. Also es kann nicht weiter, es kommt nicht genau hin, weil das passt nicht, aber... Ja. Ich werde jetzt halt einfach mal, ja, auf blöd. Ja. Hilft dir nichts, so. Ja, ich würde sagen, lass okay, mal. Alles klar. Ich mache jetzt ein Guess. Jo, mach mal. Okay, ich bin komplett falsch. Okay, das war ganz gut, würde ich sagen. Das war alles andere als gut. Kein Wunder, dass ich mich da vertan habe. Wie weit bist du weg? Über 5000 Kilometer. Okay, 169,4 Kilometer. Nicht schlecht. Ja, ich habe mich irritieren lassen. Ich habe halt zu schnell auf Frankreich getippt wegen der Sprache und habe dann nach der Straßennummer gesucht. Und dann ist es natürlich kein Wunder, dass ich die Straße nicht gefunden habe. Mhm. Okay, boah, das wird schwer, das aufzuholen. Das ist bitter. Ja, ist es auch, weil da war ich mir dann, weil witzigerweise gab es da sogar sehr viele Straßen, die in diesem Nummernbereich waren. Und deshalb habe ich gar nicht groß nach Orten oder so geguckt und hätte ich natürlich mich weiter durch die Bilder geklickt, dann wäre ich vielleicht auch drauf gekommen, dass es nicht Frankreich ist, aber Französisch-Kanada, ja gut, auf die Idee bin ich einfach gar nicht gekommen. Ja, also es war, ich hatte halt, ich weiß nicht, ob war es auf dem LKW oder irgendein anderes Schild, da stand Quebec drauf und da ja, war es okay, halt auch schon mal klar. Dann bist du relativ klar. Und dann hatte ich gerade noch ein Touristenschild mit Saint-Laurent. Ja, okay. Und das hatte ich halt gerade noch gesucht. Und ich hatte Deschalons-sur-Saint-Laurent, aber nicht das, was da genau stand. Aber dann dachte ich, ja, es kann nicht allzu weit weg sein. Ja, ich hatte halt eine Straßennummer und einen Ort, der 1,5 Kilometer entfernt ist. Mhm. Und dann habe ich einen LKW gehabt und hinter dem Reifen ist ja immer noch so, ja, wie soll ich sagen, ist jetzt nicht... Wie so eine Gummimatte, die hinter dem Reifen hängt, so als Schutz, ja. So als Dreckschutz. Und ja. Da stand auch noch was drauf mit Hamilton und Niagara Falls. Okay, und sowas. Alles klar. Und Niagara-Fälle weiß ich, wo die sind, denn dass die genau an der Grenze quasi da oben sind. Und dann konnte ich das, und da dachte ich hier, der fährt nach Quebec. Also es kann nicht weit von Quebec weg sein. Ja, und da hatte ich dann auch Saint-Laurent und ja. Ja, ich habe mich, halt leider an Frankreich festgebissen. Aber abwarten, wir haben ja noch, ich glaube, 3 Runden oder ja, so. Ja, auf jeden Fall. Ja. Okay. Ich habe leider keine Nummer von der Landstraße gefunden. Das wäre noch geil gewesen. 430. Aber... Die Nummer hatte ich. Warte mal, ich guck mal eben. 430? Nee, hier wird mir aber nur 132 wird mir hier angezeigt. Ja. Aber ja, gut. Na gut. Alles okay. Klar. Okay. Auf ein neues. Du, ich? Du darfst zählen. Du bist dran. Okay. 1, 2, 3. Okay. Ui, okay. Alles klar. Gut. Dann mal los. Also,
Ich gehe mal davon aus, Land ja, Stadt noch nicht. Ja, würde ich mal so vorsichtig. Wobei, ich glaub, man muss beim Land ein bisschen vorsichtig sein. Also, ja, richtig. Aber es gibt schon eine ziemlich klare Tendenz. Schade, da steht nichts drauf. Das hilft mir jetzt auch nicht. Also da war ein Schild, aber da stand leider kein Text drauf. Jetzt habe ich gerade wieder mal das Phänomen, dass ich klicke und es geht überhaupt nichts voran. Das war eine Straußnummer, glaube ich. Eine Straußnummer? Eine Straußnummer, ja. Hier werden, in diesem Land werden nämlich die Sträuße nummeriert, das weiß man, weil es hier auch so viele Sträuße gibt. Ich wollte gerade sagen, es gibt ja auch so unglaublich viele in diesem Land. Hatte ich übrigens, als ich mal mit Alex gespielt hatte, hatte ich eine Runde und da habe ich dann echt, das war das, wo wir in Südafrika waren, diese Heidelberg-Runde, die werde ich nie vergessen, da hatte ich ein Hinweisschild Ostrich Trails. Mhm. Also Straußenfährten. Und das fand ich eigentlich ziemlich geil, weil spätestens dann wusste ich schon mal, auf welchem Kontinent ich bin. Wenn man dann auch noch Strauße sieht, ne? Das ist... Ja, habe ich leider nicht gesehen, aber hätte mich auch nicht weitergebracht, weil ich da jetzt nicht so fit drin bin, in welchen Landesteilen die da vorkommen. Hm. Oh, okay, alles klar. Okay. Hat dieses Land denn seine Straßen ordentlich nummeriert? Nein, hat es nicht. Zumindest nicht so, wie ich es bräuchte. Mhm. Das ist schade. Ich bin jetzt gleich sofort wieder dabei, aber ich muss mal eben kurz eine Nachricht beantworten. Ja, darf ich trotzdem weitersuchen? Mhm. Mhm. Es bringt mir auch gerade nichts, das kann ich dir schon mal sagen, weil... Okay. Puh. Boah. Ja, muss ich erstmal... Ja, tut mir leid, dass ich gerade hier nicht viel zeigen kann, aber es hat... Ja, also... Ich kann gerade leider nicht. Lenkt es dich ab, wenn ich weiterrede, oder... Nein, mach ruhig. Okay. Erzähl ruhig. Ja. Ich bin jetzt gerade bei dem Gedanken angekommen, aufgrund eines Wortes, ich weiß nicht mal, ob das ein Ort ist, dass ich vielleicht doch in einem anderen Land bin, weil da so, ich sag mal, die Buchstabenkonstellation eher auf ein anderes Land hindeutet. Das aber nicht so extrem weit weg ist. Und die Straßennummern, ja, die helfen mir gerade noch nicht so. Obwohl eventuell. Okay. Schön, irgendwo haben sie dann in dem Land aufgehört, ihre Straßen zu nummerieren. Das hilft mir ungemein weiter. Oh, okay. Jetzt bin ich ganz weit weg. Okay. Ich glaube zu wissen, in welchem Land ich bin. Ich glaube auch zu wissen, welche Straße ich suche. Also, es ist eine kleine Straße. Hm. Da ist... Okay, jetzt kommen wir langsam hier von der Nummerierung her dichter dran. Puh.
Oh, da ist... Ach, Mist, ich gehe da immer an dem... Hä, wo ist denn das jetzt? Ach, da. Ach, das ist wieder das olle Busschild, toll. Das bringt mir doch nichts. Was ist das? Erzähl dir gleich mal nach der Aufnahme, was ist. Okay, ich hoffe, dass es jetzt keine Schwierigkeiten gibt oder so. Gehört jetzt, glaube ich, nicht in die Aufnahme rein. Ah, ist okay. Ich habe mein Handy auch gerade immer so ein bisschen hier im Auge. Ja. Ich finde auch echt keinen... Ich finde immer nur dieses olle Busschild. Das hilft mir natürlich nicht weiter. Also das Land kann man eingrenzen, aber... Ja. Hast du schon mehr Glück gehabt? Ich weiß nicht. Ja, ich hab eine Straßennummer. Ich habe jetzt aber noch nicht genau diese Straße gefunden. Aber ich glaube, dass ich... Vorausgesetzt, dass das Land überhaupt stimmt, das weiß ich ja noch gar nicht, glaube ich, dass... Oh, ganz toll. Das habe ich jetzt ja toll hingekriegt. Oh, da ist ein Schild. Okay. Und jetzt habe ich aus Versehen die Markierung umgesetzt. Oh, nee, weg von der Straße. Da habe ich schlechte Erfahrungen mitgemacht. Nee, weg da, weg da. Scheiße, das ist aber eher eine kleinere, ne? Die Straße ist verhältnismäßig klein, also man muss schon ein bisschen ranzoomen, damit man die überhaupt zu sehen bekommt. Hm. Und ich weiß jetzt, wie gesagt, auch nicht, ich finde jetzt auch genau diese Straße nicht. Das heißt, und wenn die natürlich dann auch noch entsprechend lang ist, dann kann das richtig nach hinten. Oh, toll. Jetzt kriege ich eine andere Straße angezeigt. Ich glaube, ich kotz. Ja, ich bin gerade auf der Ebene, wo ich schon ein paar Straßennummern angezeigt bekomme, aber ich weiß, das ist wahrscheinlich eh wieder nicht systematisch angeordnet. Das heißt, ich kann mir wieder einen Wolf suchen. Das ist schon das andere. Es ist ein bisschen systematisch, aber nicht so, wie ich es gerne hätte. Ja. Es ist das Land auch nicht so winzig, dass man da innerhalb von 2 Minuten durch ist, wenn man näher ranzoomt. Hm. Naja, eben. Wo habe ich mich denn jetzt hingesetzt? Da. Und vorhin war ich da oben. Ich habe auch einen Stadtnamen. Ja, da hatte ich... Ja, ich weiß nicht, ob das eine Stadt ist. Da hatte ich auch schon ein bisschen was. Jetzt bin ich wieder hier. Oh. Strand. Hier ist... Achso, ist das der... Heißt der Ort so? Oder ist das einfach nur die Küstenregion? Einfach Strand. Okay, wow. Jetzt komme ich jetzt... Ah, jetzt habe ich gerade so zumindest das Glück, dass in die Richtung, in die ich mich begebe, die Zahl sich auch in die Richtung verändert, die ich gerne hätte. Mhm. Was mir noch nicht wirklich weiterhilft, weil ich eigentlich ursprünglich in einer ganz anderen Ecke war. Ja, ich kann es echt... Also, Und jetzt kommen auch keine Straßen mehr, da gibt es jetzt keine mehr. Und ich bin jetzt auch, glaube ich, im falschen Land. Ja, bin ich auch. Ja, das geht schnell da, ne? Ja. Da rutscht man, man merkt das fast gar nicht. Weil einmal nur so ein bisschen rumgeklicke und dann... Hm. Ach shit, ich finde hier nichts. Boah. Jetzt bin ich ganz falsch. Halt, da sind wieder, ja. Ich war schon so dicht zahlenmäßig dran und dann... Nee. Wo bin ich? Da. Scheiße, hier kommen gar keine Zahlen mehr. Ich bin auf irgendeiner ganz, ganz langen Straße, aber... Okay, jetzt bin ich hier. Muss ich vielleicht weiter westlich? Boah. Nee. Das ist schon, da komme ich schon dahin. Das passt nicht mehr. Okay, jetzt bin ich hier. Wo bin ich denn jetzt? Sag mal, wie nummerieren die denn ihre Straßen? Da blickt doch keine Sau durch. Ich glaube schon, dass das so vielleicht diese Ecke sein könnte. Und immer wenn ich das denke und dann ranzoome, dann denke ich mir, nee. Kann auch nicht sein.
Hier ist ein Ort, der heißt Gammelstadt. Das tut mir leid. Gammelstadt. Ich hatte tatsächlich, ich glaube, das war bei der ersten World-Runde, die wir gemacht haben, hatte ich mal einen Ort, der hieß Kondom. Hier ist Hummelholm. Hummelholm klingt ja auch süß. Ja. Ich meine, gut, damit habe ich jetzt eh schon verraten, in welchem Land ich mich gerade bewege. Aber bedingt. Mein Gott, also das ist, glaube ich, auch nicht so das Geheimnis. Ja. Aber ich finde den Ort nicht. Und ich finde auch die Bundesstraße leider nicht. Ich finde auch die Straße nicht. Also, ich gucke jetzt hier nochmal ein, zwei Ecken weiter. Ja, wie viel Zeit habe ich den Timer gestartet? Ja, ich glaube, das mit dem Timer ist gerade eh so ein bisschen hinfällig, weil du ja dann kurzzeitig mal weg warst. Also quasi geistig weg. Ja, ja. Ich hätte halt unheimlich gerne diese eine Straße gefunden. Ich auch. Mit der Nummer. Hat, glaube ich, keinen Sinn, jetzt hier immer noch weiter zu suchen. Ich weiß jetzt nicht mal, ob ich in der richtigen Ecke bin. Ich weiß noch nicht mal, ob ich im richtigen Land bin. Ja, ich denke doch, das Land denke ich schon. Aber ja, ich denke es auch. Aber ich glaube tatsächlich, witzigerweise, dass wir nicht im gleichen Land sind. Ich habe ein, zwei Städtenamen gesehen, die sehr ähnlich enden. Okay. Oder fast gleich enden. Also deswegen denke ich schon, dass ich im richtigen Land bin, aber ja, also ich bin wahrscheinlich im Falschen. Ich glaube, wir sind nicht im gleichen Land, aber ich bin mir da auch nicht sicher. Was ja dann auch zwangsläufig bedeutet, dass einer von uns beiden falsch ist. Ja, ich habe auch den Eindruck, dass die Städte, die da so enden, in einer gewissen Region im Land vermehrt vorkommen. Ich kann mich aber auch täuschen. Es ist halt so ärgerlich, weil jetzt habe ich schon mal eine Straßennummer und finde die einfach nicht. Ja. Ich habe jetzt schon einige so drumrum gefunden, aber halt noch nicht die richtige. Halt, Moment. Okay, jetzt geht's wieder in die Richtung. Mist, Mist, Mist. Okay, jetzt geht's. Ah. Okay. Vielleicht war ich jetzt zu weit westlich. Ja, genau. Und jetzt bin ich schon wieder raus aus dem Land. So. Das würde ja heißen, dass ich hier weiter nördlich muss. Was ist denn das für eine... Was hat die Straße denn für eine Nummer, ey? Warum wird denn das hier... Ja, in der Ecke war ich vorhin schon mal. Und da hört es dann auf mit den Straßennummerierungen. Ja, das ist doch... Bekloppt ist das doch. Ich glaube, dann meinen wir auch dieselbe Ecke und alles. Ja, ja. Ah, ich habe jetzt wieder eine Nummer gefunden, aber die reicht noch nicht. Ich bin gerade bei... Boah, ich sehe gerade so viele Städte mit derselben Endung, aber nicht die, die ich suche. Das ist jetzt, wäre jetzt Glück, wenn ich sehe. Da steht jetzt gerade... Also, das kann ich jetzt mal kurz sagen, weil das überhaupt nicht passt. Mitten in dem Land steht ein Hinweis Waffengeschäft. Okay. Und es passt sprachlich in dieses Land überhaupt gar nicht. Hm. Ich bin verwirrt. Ja, ach, ich glaube, das hat keinen Sinn hier. Ja, ich glaube es langsam auch. Ich möchte jetzt hier noch einmal, ja, einmal ganz kurz hier einen ich tue mir da wahrscheinlich jetzt keinen Gefallen, wenn ich da jetzt nochmal, ja. Ja. Ich klick mal so dahin. Ja, ich klick mal einfach irgendwo in die Pampa und, ja. Ja, okay, alles klar. Ich mach mal einen Guess und oh, es geht sogar. Oh, okay. 139 Kilometer bei mir. Ist doch in Finnland. Ja. Das war mir relativ klar, weil da kam irgendein Ort mit Jävi oder sowas. Und dieses EVI und so, das ist typisch. Naja, das ist eher finnisch. Finnisch, ja. Wo bist du denn? Ich bin oben in Nordschweden, weil hier gibt es nämlich... Ach, was gibt's denn da alles? Da gibt es nämlich ganz viele, die so in Ara oder Ava enden. Okay. Ganz viele Städte. Also genauso wie ich hatte Konstantinava oder Konstinava, irgendwie so hieß das. Ja, genau, das hatte ich auch gesehen. Genau, und danach hatte ich halt gesucht. Und dann im Norden von Schweden hatte ich den Eindruck, dass dann nämlich vermehrt solche Städte mit so Endungen kamen. Mhm. Und dann dachte ich, ah, das ist da irgendwo in der Pampa. Wie viele Kilometer hast du denn jetzt? 622. Okay. Ja, du bist wesentlich näher dran. Ja, aber ich muss ja auch noch eine Menge aufholen. Jo.
5000 Kilometer. Ja, halt dich ran. Ja, ich tue mein Bestes. Mhm. Okay, ich zähle mal auf drei, ja? Jo, mach das. 1, 2, 3. Ui, schaut aus wie Deutschland. Aber nur auf den ersten Blick? Denn nur auf den ersten Blick, ja, da hast du recht. Ja, denn auf den zweiten Blick hat man schon Anhaltspunkte gesehen. Hat man. Okay. Tja. Es ist bei dir auch gerade so spannend. Passiert ja da auch so viel auf der Straße? Okay. Das könnte auch hier so sein. Vielleicht irgendwie nie so. Okay. Das klingt jetzt schon, als wenn ich voll die Ahnung hätte, wo es einfach sein könnte, aber nein, ich rate einfach nur, in welchem, ja, welchem Umfeld es eventuell sein könnte. Obwohl, ich glaube, das ist noch nicht mal irgendwie auch ein Stadtname gewesen. Das ist eher so. Okay. Das sagt mir jetzt gar nichts. Also ich habe ein Schild gefunden, aber das wird mir nicht weiterhelfen. Ich habe einen Straßennamen, habe ich schon gehabt. Wow, okay. Aber das bringt mir halt auch nichts, weil ich glaube, die Straße ist nach einer Familie benannt, glaube ich, was die hier irgendwie wohnt oder was. Das ist ja hier gern öfter mal so der Fall. Das ist natürlich jetzt nicht schlecht. Wo ist er? Oh, jetzt habe ich mich da dran vorbeigeklickt, aber ich habe es, glaube ich, noch rechtzeitig gelesen. Boah. Ich habe hier Caution, Caution, Danger, Danger. Ist ganz gefährlich hier. Okay. Ich glaube, das war jetzt eine scheiß Idee, in diese Straße abzubiegen. Ich habe, glaube ich, gerade etwas entdeckt, was mir durchaus helfen kann, aber halt auch nur bedingt. Mhm. Da hinten kommt wieder Zivilisation. Und da habe ich mich jetzt auch gerade fast dran vorbeigeklickt. Ich habe es nur so aus dem Augenwinkel gesehen und dann nicht mehr wiedergefunden. Und jetzt möchte ich gerne mal gucken, ob ich das auf der Karte überhaupt finde. Das muss ja eigentlich hier so... Oh. Aber keine... Dip. Wo bin ich denn jetzt? Jetzt bin ich hier, nee. Es ist weiter da. Huch, scheiße. Okay, ich muss jetzt mal weitersuchen. Tja, das könnte hier so in dem Bereich sein. Vielleicht eher so da so. Tja, das war mein Fehler. Ich hätte da nicht abbiegen sollen. Ich könnte jetzt wieder zurückgehen, aber ach nö. Ja, vielleicht hast du ja Glück und... Sieht eher nicht nach Glück aus, wenn ich das so deute. Okay. Ist das ein Schild? Oder was? Okay, das ist jetzt auf jeden Fall ein Schild, das mir weiterhelfen könnte. Wenn ich denn die, wenn ich die richtige Ecke jetzt finde. Und das könnte jetzt ein Problem werden. Ja, ich finde hier gerade eh nichts. Ich bin noch mal eben kurz wieder beschäftigt. Ach so. Okay. Ah, okay. Uiuiuiui. Ja, wie geil. Ich habe gerade einen Ort gefunden, von dem ich gar nicht wusste, dass es den gibt. Der kommt nämlich bei The Walking Dead vor. Okay. Also ein Ort mit dieser Bezeichnung. Tipp.
Die IP. Soll mir das irgendwas sagen? Oder ist das... Ich sehe hier immer so ein kleines Schild. Ich weiß nicht, ob du das auch schon gesehen hast. Mit DIP drauf. DIP. Habe ich jetzt noch nicht gesehen. Zumindest habe ich es noch nicht wahrgenommen. Ich bin mir jetzt auch überhaupt nicht sicher. Ja, das war echt kacke. Ich habe gepunkt. Ob ich hier wirklich richtig bin? Wahrscheinlich eher nicht. Was habe ich mir denn nur gedacht, dass ich hier abgebogen bin? Das war so bescheuert. Ich hatte halt, wie gesagt, vorhin hatte ich was aus dem Augenwinkel gesehen. Und hab das dann aber nicht nochmal drauf gekriegt. Und ich, nicht, dass ich mich da jetzt total verguckt hab. Hier ist wieder Dip, ne? Ja, da ist Dip. Dip. Ja, hier kommt, glaube ich, nur noch Pampa. Ach, super, ich kann sowieso nicht weitergehen. Ich bin am Rand der Karte. Oh, okay, das heißt, ich auch. Ich muss wieder zurückgehen, aber das kriege ich in der Zeit doch überhaupt nicht hin. Hä? Jetzt hat er sich automatisch wieder umgedreht. Was soll das denn? Klick. Ja, die Zeit ist eigentlich schon abgelaufen. Ja, okay. Also ich hab einen Marker gesetzt, aber ich bin mir da jetzt überhaupt nicht sicher gerade. Weil ich die Orte überhaupt nicht finde. Ich hab keinen einzigen Anhaltspunkt für den Ort gefunden. Okay, ich mache jetzt mal ein Guess und bin wahrscheinlich komplett falsch in dem Land. Ja. Ja, bin ich auch. End Roadwork, ja toll. Ja, ich bin komplett falsch. Oh, okay. Ich bin im Bereich, den ich geahnt habe, bin ich sogar richtig. Okay. Ah, du bist da oben bei New York. Ja, ich bin tatsächlich bei Woodbury. Ah, ja, okay. Nein, ich hab ein Schild gesehen mit Route 87. Mhm. Und die habe ich eben gesucht und die habe ich halt da oben gefunden und ja. Aber das ist viel zu wüstenmäßig, als dass es da oben eigentlich sein könnte. Ja, schon, aber ich habe mich jetzt darauf konzentriert und anscheinend, ja, okay, es war nicht die Route, sondern es war so eine kleine Landstraße Road. Mit der 87, ja, so eine, ja genau. Und ja, ich war halt zu schnell an dem Schild vorbei. Ja, das ist aber wirklich so, dann man lässt sich schnell davon dann abbringen und dann ist man so fokussiert darauf. Ja, klar. Nee, ich bin bei Albuquerque bin ich. Okay. In New Mexico. Und das ist halt im Norden von Texas bei Amarillo. Okay, also wie dicht bist du jetzt dran? 528,4. Oh, das ist nicht schlecht, okay. Boah, jetzt wird es richtig schwierig. Also wenn du jetzt nicht mal auf dem falschen Kontinent landest, dann habe ich gar keine Chance. Ja. Ja. Aber eine Runde haben wir noch, ne? Genau, das werde ich nicht rausholen können. Aber ja, gut. Dann ist das eben so. Ich kann ja damit leben. Richtig. Okay. So. Dann zähle ich jetzt noch ein letztes Mal und dann, ja, schauen wir mal. Ja. 1, 2, 3. Okay. Crystal. Kommando Diesel, jawohl. Sehe ich auch so. Haben sie bei VW auch gesagt. Was ist das? Okay. Ja, ich habe schon eine Vermutung. Ja, ich habe auch eine vage, aber das... Ja. Die vage Vermutung wird... Also grenzt sich jetzt zumindest kontinental ein bisschen ein. Ich weiß nicht, ist das sinnvoll? Ich glaube, das ist eher sinnvoll. Ja. Dann doch eher da so. Okay. Ja gut, passt eigentlich auch. Das hilft mir nicht weiter. Kann natürlich auch daherkommen und das jetzt täuschen. Und dass es da gar nicht ist. Das ist natürlich auch möglich. Sag mal, die fahren ja auch wie die Henker, oder? Jojo. Mal auf der einen Straßenseite, mal auf der anderen. Das machen die da, glaube ich, überall.
wie in Italien. Vielleicht sind wir auch in Italien, man weiß es nicht. Bestimmt. Ja, das sieht sehr italienisch aus auf jeden Fall. Total. Da ist wieder mal nur Pampa jetzt. Also viel los ist hier nicht, ne? Nee. Wenn da jetzt nicht bald mal ein Schild oder ein Ort oder sowas kommt. Was ist das? Das ist eine Tankstelle. Das könnte mir höchstens dazu verhelfen. Ja, da ist das nochmal. Ja, ich denke mal schon, dass das dann das Land ist, okay. Würde mich wundern, wenn nicht. Ich habe noch keine Ahnung, was das Land angeht. Leider. Huch. Oh, da hat einer ein Schild umgefahren. Ist auch toll. Ich bin jetzt wahrscheinlich echt in die falsche Richtung gefahren, weil da ist jetzt einfach gar nichts. Ach, das ist nochmal hier. Das sind nochmal die Benzinpreise. Es kommt kein Schild, es kommt überhaupt nichts bei mir. Das sieht schön aus hier. Also so teilweise am Rand. Ja. Ja, toll. Tja, soll mir das jetzt was sagen? Ich weiß nicht. Aber ich meine, da wo ich jetzt hingehe, kommt aber auch, glaube ich, erstmal nicht viel Besonderes, außer ein paar Autos. Oh, war das? Das war keine Polizei, ne? Das war kein Polizeiwagen, nein. Boah, jetzt ist er aber gerade ganz schön schnell hier weggesprungen. Ach hier, die berühmten CAT-Dinger. CAT, diese Bagger. Okay, scheiße, jetzt kann ich mal, da kann ich es diesmal nicht sehen. Tja, also Land bin ich mir mittlerweile relativ sicher, aber Stadt kein Anhaltspunkt. Also ich bin mir leider noch nicht mal beim Land sicher, weil ich noch nichts gefunden habe. Ich hatte kein Schild und also ich bin wahrscheinlich echt genau in die andere Richtung. Da habe ich jetzt echt gerade keine wirkliche Chance. Ich meine, ja gut, natürlich kann ich raten und werde ich ja dann auch gleich müssen. Hier ist aber auch kein Schild mit einer Nummer. Also, habe ich zumindest nicht gesehen. Jetzt kommen hier viele Autos, aber das hilft mir auch nichts. Weil die blöden LKWs auch noch nicht mal eine Werbeaufschrift haben. Ja, ist ja gut. Boah. Ja. Da kann ich jetzt halt nur so. Schuss ins Blaue und... Ja, ich war gerade eben kurz wieder abgelenkt. Also wenn du das Land sicher hast und ich das Land raten muss, dann... Ja, ich denke, dass ich das Land sicher habe, aber mehr halt echt nicht, also... Ja, immerhin. Also ich kann jetzt ja nur hoffen, dass ich zumindest ganz grob in der Ecke bin, aber... Huch, da war ein Schild. Was ist das? Ja, ich habe auch gerade eins gefunden, aber das hilft mir, glaube ich, auch nicht weiter. Sieht auch so aus, als wenn da... Ach ja, VW, toll. Ja. Ja gut, ich werde jetzt einfach mal ganz diplomatisch irgendwo hinklicken. Ich weiß es nicht. Und gebe mal meinen Tipp ab. Okay, ich habe es mir fast schlimmer vorgestellt. Aber wenn du im richtigen Land bist, dann... Ui. Ach, du bist in Bolivien? Ja. Nee, ich bin in Brasilien, ja. Wie weit bist du weg?
455,1. Ja, bei mir sind es 959,3. Ah. Weil ich wusste halt einfach nur, okay, es ist Südamerika und wahrscheinlich so ganz grob so das zentralere Südamerika. Mhm. Aber, hätte ich jetzt keine Chance gehabt. Direkt auf der Straße, aber ich habe keinen Anhaltspunkt für die Landstraße auch gefunden. Ja. Und auch sonst nicht. Schade. Aber richtiges Land. Okay, aber diesmal hast du auf jeden Fall mit weitem Abstand gewonnen. Denn, View Summary, genau. Oh ja, hast du auch. Da hat natürlich auch mein Schuss mit 15.000 ziemlich reingehauen. Mhm. Eieieiei. Ja. Eieiei. Ich guck grad mal. Warte mal. Genau, 16.411 Punkte hab ich und du hast 9.683, ja? So richtig, ich guck grad, so einen richtigen Ausreißer. Doch, du einmal mit Frankreich da, ne? Ja, natürlich, klar. Und in den USA da oben, wo du da im Norden unterwegs warst. Ja, genau. Und wo wir beide gleich scheiße waren, war ganz am Anfang mit der Kirche in Russland. Ja, das ist richtig. In Russland, in Griechenland. Da hat sich das nicht sehr viel genommen. Genau. Aber ich kann sehr gut damit leben, muss ich sagen. Ich auch, weil ich auch, es war ja jetzt nicht so, ja, war auch immer ein bisschen, ist ja immer so ein bisschen Glücksspiel und so weiter. Genau, und, ja, klar, das gehört auch dazu, ja. Sicher. Gut, dann bedanke ich mich erstmal wieder fürs Zusehen. Ja, ja. Ich möchte mich nochmal für die kleinen Unterbrechungen hier und da entschuldigen, aber es hat seinen Grund. Also, ja, mehr sage ich dazu nicht. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und ich freue mich schon auf die nächste Session hiervon. Die wird es bestimmt irgendwann demnächst auch mal geben. Mit wem? Ich weiß es noch nicht. Mir schweben da, wie gesagt, schon ein paar Leute vor. Und es gibt auch ein paar Leute, die auch schon direkt angefragt haben, ob sie mal dabei sein können. Also an Gästen soll es mir nicht mangeln. Jo, da wünsche ich dir auf jeden Fall auch viel Spaß bei den nächsten Aufnahmen. Ja. Und danke, dass ich mit dabei sein durfte. Genau, danke, dass du dabei warst, dass gerne. Du dir die Zeit genommen hast und die Lust und sowieso. Jo, gerne. Hat ja, sehr viel Spaß gemacht. Das kriegen wir bestimmt nochmal wieder hin. Jo, alles klar. Bin ich mir ganz sicher. Okay. Cool. Jo. Alles klar. Dann macht's gut und viel Spaß noch bei dem, was ihr heute noch so machen wollt. Oder morgen oder irgendwann. Alles klar, macht's gut. Tschüss. Tschüss.